Komm mit, komm mit, komm mit. Wir fliegen auf eine Insel, meine Freunde. Auf die kälteste, krankeste Insel der Welt. Wir werden die krankeste Scheiße erleben, glaube ich. Es wird wieder ein wilder Urlaubsvlog, Freunde. Und wenn ihr wüsstet, warum wir hier sind, dann... Wenn ich da gewusst hätte, dass es wahrscheinlich sogar mein letzter Urlaub hätte sein können, dann auch. Ich habe mir extra all mein Equipment gekauft. Schaut euch an. Ich kann nicht kurz warten, ich habe meinen Boardingpass verloren. Nö. Leute, wir können Sven nicht auffinden. Oh nein. Wo kommst du her, Nick? Ich habe Abkürzung genommen. Darf ich jetzt aufsteigen und mich einfach mal aufs Eis legen? Ja. Jetzt gleich. So, wir sind jetzt hier beim Supermarkt. Hier in Island gehen nicht nur Menschen einkaufen, sondern auch Enten. Biele. Ruf sie mal. Hallo, habt ihr Hunger? Oh Gott, die sind auf die Straße, die bringen dich um. Geht sie wieder nach Hause? Die wäre fast gestorben wegen dir. Wir haben auch schon die Side-Quest. Und zwar habe ich mir für 1000 Euro hier einen Angelschein gekauft. Und ich werde jetzt mir eine Angel kaufen und versuchen zu angeln. Denn unser Haus ist direkt an einem See. Und ich versuche einfach mal ein bisschen zu angeln. Vielleicht schaffe ich es, einen Fisch rauszubekommen. Wir haben dann von einem waschechten Isländer eine Erklärung bekommen, wie man die besten Fische fängt. Und ich war mir sicher, ich werde einen fangen. So sieht ein glücklicher Mann aus. Ich habe meine erste Angel gekauft. Er hat uns auch noch ein paar Tipps gegeben. Ich glaube, wir werden das hinbekommen. Danke dir, du Vollidiot. Hat ja nur 56.000 ISK gekostet. Keine Ahnung, wie viel das ist. Junge, das ist die krankeste Aussicht, die ich in meinem Leben jemals gesehen habe. Was ist das? Ach du, boah, es ist kalt. Was? Mit dem Ausblick wachen wir jetzt die nächsten 5 Tage auf. Ich habe gestern meine Klamotten draußen vergessen und dann passiert halt einfach mal das. Das ist jetzt nur noch ein Klops. Man sollte seine Klamotten draußen nicht vergessen, weil sonst hast du einen Stein. Dieses Messer ist da reingewachsen. Es wird Zeit aufzustehen. Kleine Racker, wir sehen uns in 10 Minuten draußen. Ich bin voll Idiot. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal ein bisschen angeln, Digga. Wir werden jetzt auf diesem See versuchen, Fische zu fangen. Alter, das sieht so krass aus. Ab hier fängt halt der See an, ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt einbricht, Digga. Ich hab ein bisschen Angst hier, Digga. Was machen wir hier, Digga? Boah. Oh mein Gott, okay, wir können ja auch gar nicht mal laufen, Digga. Weil wir uns unsicher waren, wie dick diese Seeschicht ist, haben wir einfach immer so ein Metallstück vorgeworfen und geguckt, ob das dann einbricht. Sicherheit pur. Ich sehe schon professionell aus, ne? Obwohl ich überhaupt nicht professionell bin. Bruder, was ist da? Ich habe mir 2 YouTube-Tutorials angeguckt, wie man angelt und jetzt geht's rein. Ja! Schau, oh mein Gott, Digga, let's go. Ey, wenn wir jetzt echt einen Fisch fangen, Digga, ich drehe komplett am Rad. Oh, Digga, wie lange dauert das? Das wird nichts, Digga. Okay, warte, ich zieh's. Oh, oh mein Gott! Oh nein! Ich hab einen, Digga! Ich hab einen! Let's go, Digga! What the fuck? Oh nein, wir haben ihn verloren. Ach, scheiße! Wir wollten dann noch weiter aufs Eis raufgehen, aber dann ist ein kleiner Fail passiert. Oh nein! Nein! Da war genau ein Loch, Digga! Nein! Bruder! Doch, das Warten hat sich gelohnt. Wir haben dann endlich was gefangen und ich hatte wirklich was an der Angel. Let's go, Leute! Wir haben den ersten Fang, yo! Geisteskrank, Alter. Was ein Fang? Essen. Okay, scheiß drauf. Und dieser erfolgreiche Angeltag musste gefeiert werden. Spiritus. Unser Feuerexperte. Janis! Janis! Wir wachen auf und der Mann liegt da so. Er hat sich einfach ohne uns Bescheid zu sagen, einfach da in dieses Eis gelegt. Dieser Mann ist komplett gestört. Am nächsten Tag haben wir uns dann entschieden, eine kleine Expeditionstour zu machen. Einfach mal ein bisschen was von der Insel erkunden. Vamos a la playa. Leute, wir sind mit einem riesigen Wasserfall. Hast du was noch nie gesehen? Wer geht da diesmal drunter, ist die Frage. Sven. Du oder ich? Du! Alter! Jetzt direkt, wir müssen jetzt reingehen, Digga. Jetzt bin ich kack. Oh mein Gott, ihr habt immer hingekackt. Ihr habt immer hingekackt. Doch dann haben wir so ein Riesenbadungsschild gesehen und haben gedacht, ja, vielleicht gehen wir doch lieber nicht rein. Ja! Oh mein Gott! Komm, wir gehen ganz rein.
Dann wurde es aber schon fast dunkel, aber wir haben uns auch überlegt, wir müssen auch zu einem anderen Ort fahren. Aber das war die dümmste Entscheidung der Welt. Denn wir wollten zu einem anderen Ort fahren, wo so ein Stein aus dem Wasser ragt. Aber scheinbar sind dort auch noch die höchsten Wellen in ganz Island und das wussten wir nicht. Wir waren richtig dumm, dass wir uns das irgendwie vorher angeschaut haben. Also macht das auf gar keinen Fall nach, was ihr jetzt gleich seht. Das war wirklich arschgefährlich. Also ich weiß ja nicht, Leute. Aber für mich sieht das ein bisschen sass aus, dass dieser Stein da hinten. Also, ich weiß nicht, was Gott sich dabei gedacht hat, ne? Aber. Ach du Scheiße! Bro! Doch dann waren wir plötzlich dort gefangen und die Wellen haben den Weg zurück abgesperrt. Also mussten wir durch die Wellen zurücklaufen. Wir sind dann irgendwie durchs Wasser zurückgelaufen, das war geisteskrank. Dann hat er auch noch angefangen, so ein Security-Typ uns zuzuschreien und wir haben langsam richtig Panik bekommen. Wir haben gerade, Security hat gerade gesagt, dass Leute sterben, also mach das auf keinen Fall nach. Oh, das bedeutet Alarmstufe rot. Nicht weitergehen. Wir hätten da nicht reingehen dürfen. Naja, irgendwie war da noch so ein rotes, blinkendes Schild. Vielleicht haben wir das ein bisschen übersehen. Doch der nächste Tag ging genauso eskalativ weiter. Wir gehen jetzt schwimmen in eine richtig geile, heiße Quelle. Das ist richtig krass. Okay, Freunde, wir gehen rein in die Lagune. Oh, ist das geil. 3, 2, 1. Der kleine Racker ist heute auch da, Mann. Ist richtig drüber stimmen. Oh mein Gott, das ist mega. Das ist Junge, was ein Geisteskrank. Ich war mein Leben noch nie an so einem Geisteskrank. Es ist ein bisschen windig, aber sonst ist es mega. Ich hab's mir irgendwie entspannter vorgestellt. Theorie, Internet, wo ist es? Ich bin wieder nur so geil dargestellt, hier ist aber so scheiße. Sky Lagoon welcomes you on a journey of the senses. Wir sind nach Hause gefahren, aber wir haben Felix am Abend wieder nicht gefunden. Und es gab nur einen Ort, wo wir dachten, wo er sein kann. Casual Tag in Island. Okay, Freunde, wir reisen auch schon wieder ab. Es war richtig geil hier, aber wir gehen jetzt zu einem anderen Haus. Wir wurden rausgeschmissen. Spaß, wurden wir nicht. Aber fast. Ein letztes Mal diese geile Aussicht. Island, habt ihr Bock? Dann sind wir beim neuen Haus angekommen, aber ich hatte gar keine Zeit, das Haus zu filmen, denn dann ist endlich was passiert, worauf wir die ganze Zeit gewartet haben. Nein! Es sind Nordlichter, Leute. Wir haben die ganze Zeit darauf gewartet, dass wir Nordlichter haben. Nee. Ich habe keine Zeit, mir eine Hose anzuziehen. Geh weg! So selten, dass man diese Lichter sieht und angeblich kann man sie heute sehen. Junge! Alter, was geht hier ab? Leute, wir haben es geschafft. Die Nordlichter sind da. Wir haben sie das erste Mal gesehen. Junge, der ganze Himmel ist grün. Wie krass ist das denn? Guckt euch das Ding an hier. Crazy. Alter, okay, krank. Geisteskrank. Jetzt haben wir alles erreicht, meine Freunde. Wir haben die Nordlichter gesehen. Der wahre Grund, warum wir eigentlich hier in Island sind, kann ich euch noch nicht verraten, denn das ist absolut geisteskrank. Das werdet ihr erst die nächsten Wochen sehen. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, wenn ihr wollt, dass Sven deine Hose anzieht. Matrix-Film, um mit mir zu fliegen, nimm einfach die bunten Pillen, trenn dich von deinem Körper. Hier darfst du der Angelprofi werden. Was? Wenn du einen ranziehst. Okay, machen wir Wette, dass ich morgen 10 Fische raushole. 10? 10. Okay. Ich glaube, du holst keinen raus. Was? Matrix-Film. Wir wollten eigentlich so einen richtig schönen ohne Alkohol-Detox-Urlaub machen. Hat ja wieder blendend geklappt. Bunten Pillen. Keine Hose an, Digga. Das wird gefilmt, Digga. Das wird gefilmt. Ja, du musst den Kill. Sven, stell dich mal dazu, bitte. Stufe rot. Wir wurden rausgeschmissen.